Hi Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen heute was, was vermutlich impossible ist. Wir versuchen meinen Reddit zu saven. Ich habe back in the days sehr, sehr viel auf meinem Reddit gechillt. Und jetzt habe ich so seit ungefähr, würde ich sagen, einem halben Jahr, kaum noch drauf reagiert. Und seitdem, Bro, ist der fucking Reddit downhill. Okay, und ich glaube, wir sind wirklich an einem Rock Bottom angekommen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass es immer noch die gleichen drei Memes von damals sind. Irgendwie Harry Potter, die Perlenkette und dass ich eine bunte Jacke habe. Lass uns hoffen, dass es die drei Sachen nicht sind. Holy shit. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Folgt dem Reddit. Wir sind auf einem guten Weg zu 100k und vielleicht können wir ihn wiederbeleben. Let's go. Okay, was haben wir hier? Der Most Liked Post von dem Monat. Bro, das Bild wurde legit schon 40 Mal auf meinem Reddit gepostet. Wie zum Fick, Bro, kann der Bullshit 2100 Likes bekommen? Jungs, das ist fucking Bullshit, Bro. Ehrenlauf 3000, das fucking Meme ist ass, dog. Das ist fucking garbage. Mama, können wir PogChamp haben? Nein, wir haben PogChamp zu Hause. PogChamp zu Hause. Falls ihr den Vlog nicht gesehen habt, das Ganze ist von dem Vlog halt. I don't know. Ist ein okay Meme, I guess. Right? Was ist das hier? Morbens? Digga, guck mal. Bro, die Leute geben sich nicht mal Mühe, fucking Rechtschreibung zu fixen. Morbens halt 10 in Deutschland. Bro, come on. Es ist derselbe fucking Guy. Es ist auch dieser Ehrenlauch 3000. Bro, was ist das für eine Scheiße, Mann? Ein Snickers, in den Poggers reingeschrieben wurde? Bro, du kannst nicht denken, dass das it ist. Bankräuber, gib uns sofort all dein Geld. Ich, Bankräuber, komme, sagt, gib uns all dein Geld. Ey, wenn Gomme das gesagt hat, Bro, dann muss man das machen halt. Oh man, oh man. Ist auch so medium. Ich sag mal, es kriegt keinen Down, kein Upvote. Ist okay, aber es hat auf keinen Fall 671 Votes nach oben verdient, Freunde. Wenn Mama auf einmal reinkommt. Bro, wo zum Fick habt ihr dieses Bild her? Holy shit. Digga, das ist aus Back in the Days mein Kinderzimmer. Die Wand hier links habe ich blau gestrichen, weil ich es cool fand. Bro, ich war so alt da, dass ich es cool fand, eine blaue Wand zu haben. Checkt ihr. Ich war minderjährig hier. Da habe ich mir nicht Amorans Poolstreams reingezogen, Freunde. This is cursed, Jungs, alright? This is cursed. Ich war unschuldig zu dem Zeitpunkt. Ich habe an dem Zeitpunkt, ich wollte gerade sagen, ich habe an dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht siebenmal pro Tag masturbiert, aber probably habe ich. Deswegen war ich wahrscheinlich doch nicht so unschuldig. Alright, machen wir schnell weiter. Was haben wir hier? Oh, guck mal da, Digga. Bro. Auf die Szene wurde ich so häufig angesprochen. Freunde, das war für Novas Vlog, okay? Ich filme das mit ihrer Kamera. Das ist nicht für mich private, Mann. Holy shit. Weiß jemand, wo man das Bild findet? Für Schulprojekte, right? Oha! Keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe noch nie eine grässlichere Hose gesehen. Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie schrecklich diese verdammte Hose ist. Bro, was zum Fick hat die Hose getan, Dog? Ah, was haben wir hier? Jungs, oh, dude. Nova hatte was in ihrer Hand, Bro. Nova hatte einen USB-Stick. Und meine Augen sind gerade von hier darüber gemoved zu dem USB-Stick. Und auf dem Weg dahin bin ich kurz an dieser Stelle stehen geblieben, okay? Ich habe nicht auf ihre fucking Tits gekoomt, Jungs. Oh mein Gott. Ein kleines Ankleidezimmer. Kevin Teller, 1,20 Meter. Digga, ich meinte mit klein nicht, dass die... Du, das ist Photoshop. Das ist never real, Mann. Oh, fuck, man. Der Shit ist nicht edited. Alright, kommen wir zum nächsten. Vermieter, ist das Ihr Ernst, Herr Teller? Kaum sind Sie eingezogen und schon packen Sie Trockeneis in die Badewanne. Bro, was ist das für ein Bild von mir hier? Ich habe, to be honest, drüber nachgedacht, das in meiner neuen Wohnung zu machen, Freunde. Habe mich aber dann doch dagegen entschieden, weil ich habe so schon genug Stress in meiner Wohnung gerade. Yo, Papa Platte, alle deine Kanäle wurden gehackt. Oh man, so der Shit war so, so cringe, Bro. Ich war bei diesem 1Live-Fragenhagel und am Ende haben die gefragt, was ich machen würde, wenn mein Account gehackt wird, was mein Face dann wäre. Und ich habe das hier gemacht. Ja, weiß nicht, so? Oh man, dude. Ich weiß nicht, ob wir das hier nochmal hätten posten müssen, Freunde, wirklich. Darauf hätte ich auch echt verzichten können. Vom PewDiePie Subreddit. Wait, das hat jemand bei PewDiePie gepostet, true. Wie viele Upvotes hat es da bekommen? Bro, ich habe im PewDiePie Reddit 5,5k Upvotes? Dude, ihr macht mit meinen Bildern, mit meinem Content bessere Posts in fucking PewDiePie Subreddit als in meinem. Oh Mann, du, der Reddit ist
impossible zu saven. Okay, was ist das hier? Hier steht einfach nur Homies. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Bro, wenn der jetzt Shaggy und... Oh, mein Gott. Ja, haha, ich sehe aus wie Shaggy, right? Oh, mein fucking Gott. Bro, ich sehe null aus wie der Typ. Jungs, ist das das neue Meme? Ist das das neue Meme? Ich sehe aus wie Shaggy von Scooby-Doo. Denkt ihr, das ist funny? Denkt ihr, lacht ihr, wenn ihr das seht? Bro! Eins oder zwei? Uff. Zwei sehr hot. Ja, fühle ich. Schönen Namen hast du. Okay, was geht jetzt hier ab? Schönen Namen hast du. Wirklich selten weh mit so tollem Namen gesehen. Okay. Ist alles okay bei euch, Jungs? Weiter in die Knie, sonst tut's dem Rücken weh. Boah, Digga, sorry, Tim Gabel, Alter. Wenn Kevin Andreas sein Zimmer aufräumen muss. Jungs, bitte. Das ist keine neue Meme-Vorlage, okay? Das Bild kann easy aus dem Internet verschwinden. Das ist fucking Bullshit. See no difference. Kevins neuer Kameramann Cutter, nachdem sie mit einem neuen Vlog fertig sind, er jetzt schon psychisch am Ende, weil er nicht wusste, worauf er sich einlässt. Bro, dude, das ist sehr, sehr accurate. Und das ist eines der besten, die wir heute gesehen haben. Das hat mehr Abos verdient, Mann. Fucking Tonin, Bro. Es gab eine Story, okay, die fittet hier drauf perfekt. Ich habe, nachdem wir circa 12 Stunden an einem Vlog editiert haben und den am nächsten Tag um 11 Uhr morgens hochladen wollten, habe ich Miguel um 3 Uhr nachts ungefähr 14 Sprachnotizen, 2 Bildschirmrecordings und noch mehrere Textnachrichten auf WhatsApp geschickt, wo ich ihm gesagt habe, er soll bitte nochmal sehr, sehr viele Sachen fixen. Dann ist er extra früher aufgestanden um 8 Uhr morgens, damit er nochmal 2,5 Stunden schneiden kann, bevor wir 11 Uhr uploaden. Hat dann mir die Version geschickt. Ich habe mir die angeguckt und meinte dann so zu ihm, irgendwie feiere ich die erste Version, die wir gemacht haben, doch mehr. Und dann haben wir die erste Version genommen und diese 2,5 Stunden, die er geschnitten hat, waren umsonst. Also Majel ist jetzt schon am fucking Limit, Bro. Kevin auch beim Beachvolleyball. Blockt hat, als er zu dem Zeitpunkt mal den hier gemacht hat. Ist selten geworden. Was? F6, 5 Punkte vor, wird tough. Ich hab Papa Platte in die Playlist geschmuggelt. Bro, what the fuck? Ist das so ein official Beachvolleyball-Tournament? mit Danny hat einen kleinen Schniedel. Ah, okay, der steht das nicht so gut geaged, Leute. Alright, schnell zum nächsten. Papa Platte, neue Dienstkarre. Digga, was zum Fick ist das, Mann? Ein Audi R8 mit einem VW-Logo. I don't know, schreibt's gerne mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob es eine unpopular Opinion ist, aber ich finde Audi R8 sieht scheiße aus, Mann. Oh, hier ist eine Diskussion, Bro. Nova und Papa Platte. Bin seit 2 Jahren nicht mehr aktiv am Stream oder Videos schauen, aber ist Nova seine neue Freundin? Boah, jetzt bin ich gespannt. Nein, Kevin hat eine Freundin, es ist aber nicht Nova. Würde eigentlich nur mich und Nova shippen. ja, die Vlogs verwirren, aber ich glaube, keiner von denen ist mit irgendwem zusammen, den wir vor der Kamera sehen. Inwieweit verwirren die Vlogs, Bro? Da ist null Tension oder irgendwas zwischen Nova und mir. What the fuck? Nein, Nova und Philo sind zusammen. Bro. Das ist tatsächlich true, ja. Das wissen viele nicht. Aber Nova und Philo sind tatsächlich zusammen. Das beweist nämlich dieser Vlog von Philo. Da sieht man eindeutig, die würden sich sonst nicht küssen auf diesem Bild. Die sind zusammen. Junge. Bro, imagine, das wäre wirklich ein Paar. Das ist sehr. Ihr checkt das nicht, wenn ihr die in Real Life kennen würdet. Es ist so scuffed. No joke. Nova kann so von der Energy locker Philos Mom sein, Mann. Die feiern einfach Del Taco. Junge, das habe ich auch gesehen. Das ist einfach nur psychopathisch, Freunde. Wir waren in Amerika, in der Wüste und haben Del Taco gegessen, okay? Und es war wirklich super ekelhaft. Mein Burrito sah fucking garbage aus. Das sah aus wie Durchfall, Mann. Und es ist einfach nur frech. Und Stefan und Jon, so Familienvlogger, waren auch da und haben gesagt, dass das ihr neues Lieblingsrestaurant ist. 10 Uhr, wir haben noch nichts gegessen. Und jetzt haben wir hier eine unserer neuen Lieblings-Fastfood-Ketten. Lieblings-Fastfood-Ketten? Seid ihr mental am Stadions? Gesehen, und zwar Del Taco. Bro, es war so ekelhaft da. Wirklich, also ich cap nicht rum, das ist eine 1 von 10. Hier gibt's natürlich, wie man schon im Namen hört, leckere Tacos. Nein, gab's nicht. Del Taco hat Simone und mir schon in den 90ern super gefallen. Toll, dass John die Kette auch mag. Bro, weiß nicht, Mann, weiß nicht.
Jugendwort 2022 Vorschlag. Gibt es schon irgendwelche Pläne für das Jugendwort dieses Jahr? Oh, ja, also wir könnten halt vom Ding her, könnten wir unsere Übernahme des Jugendworts nochmal tryen, aber ich weiß nicht, ob es dann wieder so ein Fiasko wird wie mit diesem Papatastisch Bro letztes Jahr. Der Shit ist so geendet. Diese Wörter stehen zur Auswahl. Shish. Wild. Digger. Sass. Cringe. Akkurat. Same. Papatastisch. Geringverdiener. Und Mittwoch. Ja, yeah, I don't know, Freunde. Wenn ihr denkt, wir sollen das machen, dann lasst ein Wort, was wir usen sollen, unten in der Beschreibung, in den Kommentaren meine ich da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bitte, bitte, bitte use den Reddit smart, okay? Dass wir nächste Woche wieder eine geile Folge haben. Peace.